Zurück im Frühstücksfernsehen. Jeder kennt das Problem. Man geht Möbel kaufen und dann stehst du auf dem Parkplatz und denkst, wie soll das denn passen? Ja, das sieht erstmal nach Kofferraum-Tetris aus und ganz verzweifelt. Aber es gibt Lösungen. Tetris für Erwachsene. Wenn der Schrank zum selber aufbauen mal wieder nicht ins Auto passt. Ein Problem, das zum Nachdenken anregt. Wie bringe ich die neuen Sachen jetzt nach Hause? Genau das muss Adrian mit seinen Kumpels austesten. Reichen für den Transport seines Schranks zwei Autos? Scheiße! Ha. Hast du Spanngurte mit oder sowas? Nee, brauchen wir nicht. Warte, zieh ihn mal rüber. Wir machen den Sitz nach vorne. Noch sind die Jungs nicht sicher, ob wirklich alles in die Autos passt. Das Motto, probieren geht über studieren. Zumindest ein Problem scheint gelöst. Die kleinen Pakete kommen ins kleine Auto, die großen in das große Auto. Aber wir haben ja noch mehr. Ja. Scheiße. Komm. Ja, die legen wir quer, die anderen. Die sind ja nix. Die müssen wir so. Ach, das kommt auch nicht hin. Die sind dann wieder zu lang. Deswegen Plan B, den ich noch nicht habe. Oder doch lieber gleich Plan C? Denn so richtig zufrieden sind die drei noch immer nicht. Ja, was ist denn hier mit dem Sitz? Sollen wir nicht nochmal umklappen? Geht das nicht? Ja, und ich gehe zu Fuß, oder was? Aber es hilft ja alles nichts. Fragwürdig ist, ob alle nach Hause kommen und ob das überhaupt noch zulässig ist. Denn Adrians Beifahrerseite ist komplett beladen. Wie sicher ist es jetzt mit dem Fahren? Nicht besonders sicher, ehrlich gesagt. Sehr unsicher sogar, glaube ich. Ja, aber du fährst jetzt. Nützt ja nichts. Ich komme ja nicht aus der Nummer mehr raus. Nachmachen sollten sie das auf keinen Fall. Und ob die Jungs heil nach Hause kommen, sehen sie heute Abend 20:15 Uhr in Sat.1.